Moin, ihr Süßen, da sind wir. Ja, wir haben uns gerade überlegt, wir machen mal was, was wir richtig gut können. Und zwar Na? fliegen wir Maschinen, die wir richtig scheiße finden. Also ich zumindest habe mir diesen hier mal gegönnt. Und ich finde, Manövrierbarkeit und so ist der richtig. Den finde ich richtig scheiße. Und der liebe Andi hat seinen XFL1. Der ist super manövrierbar, aber hat eine mega schlechte Bewaffnung, finde ich. Xiffel 1 spielt er. Das ist, wie hast du den gerade genannt? Dein Trump-Bomber. Der Trump-Bomber. Falls Der du mich hatte gleich bis in eben gerade keinen Piloten. Er hat sich irgendjemand von der Straße genommen und gesagt: Hier, flieg mal. den. Wir haben Trump genommen. Wir haben Trump genommen, genau. Ja, wenn du an mir vorbeifliegst, wird ihr sehen, warum. Das Ding mein Trump-Bomber ist. Okay. Also, wir erwarten jetzt nicht, dass das die wahnsinnig geile Runde Oh, das wird jetzt die klasse Runde, pass auf. wird. Ja, genau. Ohne jegliche Erwartung. Also, das ist ein Jäger, mit dem, wenn ich mit dem gespielt habe, das fand ich immer ein ziemlich mäßiges. Was ist das denn hier? Asiatische Grenze. Burma. Früher Abend. Das ist total wichtig, dass es ein früher Abend ist. Wegen Könnte jetzt dunkel werden. Belichtung, Beleuchtung. Sie erreichen ein Es könnte Gebiet mit spontan dunkel Kampfhandlungen. werden. Halten Sie sich bereit. Der erinnert mich übrigens, wer so ein bisschen sich mit Star Wars auskennt, so ein bisschen, also meiner hier, an den Jäger von General Grievous, der hat das Cockpit auch so weit hinten gehabt. So, wo wollen wir hin? So, Mitte. Satelliten. Das Radar Schalten Sie ist ja Ihre die Signalpiloten. Bomberleitstation dann. Los geht's. Aber ich habe immerhin einen Boost von 9 Sekunden. Ich habe fünf. Und alle. Ja, Na gut. moin. Jetzt alle. Jetzt hättest du noch an mir vorbeifliegen können. Aber ich weiß, so langsam bist du nicht, ne? Also das ist schon mal geil, das sehe ich hier gerade. Das sieht man auch unten am Radar ganz gut. Das Ding hier ist echt scheiße schnell. Das ist mal definitiv so. Aber von der Manövrierbarkeit muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einen viel zu großen Wendekreis. Da komme ich überhaupt nicht klar. Der ist mir nicht wendig genug. Mal sehen, ich kriege den überhaupt nicht. Jetzt hat sich Andi den Abschluss geholt. Nein, hat er nicht. Nein, Glücklicherweise, ach, jetzt nein. sehen wir auch, warum das der Trump-Bomber ist, weil du da so eine wunderschöne Flagge drauf gemalt hast. Ja, das ist gesagt. Beim letzten Also Mal. von der Manövrierbarkeit her finde ich das Ding einfach mega scheiße. Ist viel zu schwerfällig. Das war knapp. Allein schon Smile and Wait for the Flash Ja. hast du gerade abgeschossen. Ja, ich lese es gerade. Also der ist super schnell, der Jäger, aber der Sehr gut, sehr gut. was ja letzten Endes eigentlich bedeuten würde, man müsste diesen Jäger, mit diesem Jäger kann man gar nicht im Kurvenkampf antreten, eigentlich, weil das Quatsch ist. Der kriegt das einfach nicht gewechselt. Die sind alle hier oben auf. 1000 Meter Nö, Höhe. ich schon. Also solange einem der Gegner den Gefallen tut und so geradlinig vor ihm herfliegt, ist es natürlich total schön, weil dann kommt man auch gut mit. Aber das tun sie ja meistens. Warum eigentlich? Ja, weil wir nicht keine. Oh, was war das? Oh, ein Flak. Ich dreh durch. Schön, dass ihr hier mal den Abschluss weggenommen habt. Ihr Nattern. Bäm! Und wie immer, Skater. ich bin mit irgendjemandem zusammengestoßen und natürlich überlebt der andere, nicht ich. Das ist nur fair. Ja, das Das ist auf jeden oder Fall richtig geil. So ähnlich.
bereit. Genau, lass uns mal da rein, da ist ja keiner. Eben. Das sieht gut aus. Nur die Flugabwehr, die macht hässliche Löcher ab. Ja, wir müssen die NPCs müssen da wegboxen. Geht an dem dran, wer an dir dran ist. Ist gut. Ich denke halt immer, das ist zu schnell, ne? Die ganze Zeit im Flugabwehr bremsen muss, ne? Das ist auch total schön, weil der fliegt der Karten von mir weg. Das ist ein Traum. Strömungsabriss, ey, jetzt mit auf. Waffel überhitzt. Waffel überhitzt? Waffel überhitzt. Mein Waffeleisen ist nicht schmutzig. Mein Onboard ist zu auf Waffeleisen. Bomberstaffel gesichtet. Greifen Sie diese unverzüglich an. Bomberstaffel. Ja, siehst du, für sowas würde sich der hier wahrscheinlich eignen. Vorsicht! Tschüss. Der Gegner zieht große Truppen nahe dem Flugplatz zusammen. Ja, dann lass doch mal der Bomberstaffel entgegen. Ey, wir haben sogar schon einen Punkt oder so. Geil. Ja. Wuhuhu. Komm, lass uns der Bomberstaffel entgegenfliegen. Ich hab ja nichts gegen das Spiel, aber... Ja, manchmal ist das schon. Das ist ein bisschen frustrierend. Man ist halt irgendwie immer nicht in der Gruppe, die gewinnt. Es ist nicht so, dass mir das Spiel deswegen jetzt keinen Spaß macht, aber eigentlich finde ich so, Ja, könnte irgendwie ein bisschen ausgeglichener sein. Ich sehe mal zu, dass ich höher komme hier. Ja, das mit den Bombern könnte schwierig werden. Ich habe nur noch 68 Hitpoints. Und ich sehe da sehr, sehr viele Bomber. Aber wenn das Bomber sind, wie das halt so Bomber sind, dann haben die nach vorne raus sowieso keine Waffen. Also lohnt es sich durchaus, von vorne zu kommen. Ja, nee, das sind nicht so die Bomber, die... Doch, ernsthaft? Der hat Gleitschutz. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Hat sich ein Spieler zwischen den Bombern versteckt, wie Sau. Ja. Vorsicht, eine Gewitterfront nähert sich. Gewitterfront. Haben Sie verstanden? Dann werden wir jetzt wohl einfach mal other way around versuchen und nämlich unseren eigenen Bomber beschützen. Da hinten kommt Earl. Ein großer gegnerischer Verband greift die Kommandozentrale an. Der Gegner steht vor dem Sieg. Strengen Sie sich an. Und UMF-TV. Hä, wo sind unsere Bomber? Bomber. Da oben. Tschüss. Und da hinten sind die Bomber von den anderen. Komm, versuchen wir es nochmal. So richtig Schaden an den Dingern, ey. Nein. Schon mal deprimiert. Ja, wenn du dann hinter denen bist, wirst du von den Heckgeschützen behagt wie Sau. Keine Sonne. Ja, ich könnte Hilfe brauchen gegen den Jäger hier. Ja. Viel wendiger. Das Ding ist scheiße hier. Der Jäger ist so assi, Alter. Das ist einfach ein Wendekreis wie ein 50-Tonner beim Auto. Ja,
damit ist das Spiel für uns beide wohl vorbei. Ich bin noch drin. Ach so. Scheiße. Warum? Was? Ja, damit spaß ich euch jetzt noch ein bisschen, bis der Andi endlich tot ist. Der hat schon einen hinten im Heck kleben, sehe ich hier. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauern könnte. Das hat bestimmt wehgetan. Nein, ich geleite zuerst. Ja, okay. Spiel ist eh gleich vorbei. Warte. Wait for it. 3, 2, 1 und... Da, 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 da. Na, komm. Na komm. Der letzte Punkt will ich rein. 2, 1. Sie haben ihr Bestes gegeben. Kehren Sie zurück zur Basis. Sie haben ihr Bestes gegeben. Nicht mal 5000 Punkte. Okay, wenn das mein Bestes war, dann ist das schon... Ja. So ist das. Das ist los, sind deine Zähne rausgefallen auf den Tisch oder was war das gerade? Ich habe das Gerstengetränk wieder weggestellt. Das Gerstengetränk? Ja, ich will ja nicht, dass deine Videos durch irgendwelche Upload-Filter fallen. Weil irgendwelche Getränke. Ich habe hier mein Holzen. Ich habe hier mein Diebe. Holzen, genannt auf Dolzen. Ja, Holz, ja. Genau. Holzen. Wie heißt das andere noch hier? Oettinger, genau. Oettinger. Ja. Ja. Ja, schöne Geschichte, ja, schöne Geschichte. Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Schön, schön, schön. Ja, ich hatte gerade so die kurze Idee, hey, komm, lass uns doch mal für die Community, sind ja mal 30 Leute, Warships spielen, aber in Warships sind wir auch nicht so richtig geil, oder? Wenn ich an unsere letzten Runden denke, wir haben schon so lange nicht mehr gespielt. Eigentlich spielen wir richtig scheiße bei Warships. Ja, da habe ich irgendwie auch den Anschluss an die Spieldynamik für mich verloren. Ja, so irgendwie so. Also wir hatten eigentlich so ein Zerstörer-Duo, mit dem wir immer losgezogen sind. Was gut lief. Bis das war eigentlich ganz gut lief. Und dann kam irgendwie Update, dann kam dieses Flugzeugträger-Update. Und dann kam noch ein bisschen was anderes dazu, so, und irgendwie seitdem ist man eigentlich als Zerstörer nur noch Opfer, so, man ist sowieso schon immer, warum lädt er eigentlich so lange hier, was ist da los? Also man ist als Zerstörer sowieso schon immer der Spacken der Nation gewesen, man ist immer vorgeschickt worden, so nach dem Motto, jo, mach mal, und wenn du Stress gekriegt hast, hat dir auch keine Sau geholfen, alles, aber seit die Flug, passiert bei dir gerade was? Nee, ich habe hier auch Ladebildschirm. Kann's auch nicht schließen. Ja, wir haben den Server überlastet mit unseren Können. Ja, genau. Das ist ja auch so. Komm, also die Accounts müssen wir erstmal löschen. Ja, oder genau. Oh, nee. Also diese Spielweise, das können wir hier nicht länger tolerieren. Ja. Gefühlt würde ich sagen, hat sich das Spiel aufgehängt. Aber wenn es bei dir auch hängt? Ja, aber bei zwei Leuten gleichzeitig, das kann ich ja fast gar nicht glauben. Also ich würde meinen, ja, also, nee, der Server wird sich aufgehängt haben oder was, ich weiß es nicht. Naja gut, so spannend werden die Punkte nicht sein. Insofern verabschieden wir uns an dieser Stelle einfach mal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst so ein... Bis dann. Ciao. Tschüss.